Was haben wir denn? Da kommen nicht drehende Pisser. Nein, 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 nein. Keine drehenden Nudeln. Bitte nicht. Also, solange er sich nicht dreht, ist ja alles gut. Aber er scheint hart gegen sich drehende Böcke zu spielen. Oh mein Gott. Ayo, guck mal, Ostrich hat Ultra an. Oh, aber sein Hack scheint der bessere zu sein. Er spielt gegen den Spinbotter und spinnt augenscheinlich selbst nicht. Gewinnt aber trotzdem. Okay. Hat er einfach nur einen überkrassen Aimbot. Ein Spinbot ist ja aus verschiedensten Dingen zusammengestellt. Unter anderem eben aus dem Anti-Aim und Aim Assist. Und auch Vision Assist, ne? Und scheinbar ist der Anteil des Aim Assist, was ja eigentlich das Wichtigste ist in diesem Fall, nicht ausreichend für ihn. What the fuck? Was ist das hier für ein... Oder ist er einfach scheiße, der andere? Also ich meine, ich weiß nicht, ob man überhaupt als Spieler noch was machen muss, wenn du ein Spinbot hast. Ich meine, du läufst. Du läufst. Für dich sieht die Sicht auch ganz normal aus. Bei dir dreht sich nicht alles. Und du musst, abdrücken? Muss man doch selbst abdrücken? Wahrscheinlich, ne? Also, ja. Und wenn man nicht rechtzeitig... Also, wenn du praktisch mit einem Spinbot vor einem Feind stehst und nicht auf Schießen drückst, dann killst du auch niemanden, oder? Oder drückt er etwas selbst ab? Ey, das ist ein richtiges Hacker vs. Hacker-Match, oder? Kann das sein? Also, zumindest Ostrich... Also, Ostrich war der sich gedreht hat und The Suspect. Die zwei haben an. Vielleicht noch Mask und Tukan hinzukommt. Da ist wieder Ostrich. Er hat jetzt aufgehört, sich zu drehen, aber er zappelt noch ganz komisch rum. Also da ist wahrscheinlich immer noch irgendeine Art von Anti-Aim am Start. Oder er hat einen schlechten Ping. Der Kollege hat einen sehr schlechten Ping. 151. Vielleicht erhofft er sich da was draus. Falls es ein Fake-Ping ist, den Imchen hier auszutricksen. Okay, gut, dann ist es gerade gar nicht. Ich dachte kurz, alles klar, das Overwatch kann ich verwerfen. Aber das ist doch jetzt gar nicht mal so unspannend, Hacker versus Hacker zu sehen. Vor allem, das habe ich noch nie gesehen, jemanden, der augenscheinlich keinen Spinbot anhat, dass der gewinnt gegen einen, der einen Spinbot hat. Oder zumindest die Runden, die wir jetzt gesehen haben, dass er die holt. Das habe ich noch nie gesehen. Okay, Tukan, also... Er hat den Spin wieder an. Beide haben sich getroffen. Mal gucken. Ah, ich wollte umschalten. Mal gucken, was der andere macht, wollte ich eben sagen. Es ist halt sehr, sehr, also sehr, sehr bitter, wenn du... Guck mal, wie sie beide warten. Wer macht jetzt den ersten Schritt? Also, ich kann verstehen, dass es für manche gar nicht mal so unspannend ist, diese richtigen Hacker vs. Hacker-Matches zu schauen oder zu machen. Weil es da ja wirklich... Könnte er ihm jetzt nicht einfach in die Stirn schießen? Ah. Weil es ja wirklich darum geht... Alter, sag... Glaubt ihr, Suspect ist ein legit Boy? Ein legit Boy? Ah, okay. Die Bunnyhops sind natürlich crank. Glaubt ihr, er ist ein legit Boy? Ein sehr guter Spieler, der hier gerade gegen einen... Der hier gerade einen Spinbotter fertig macht? Oder hat er auch Aim Assist? Die ersten zwei, drei Shots dann schon überkrass. Also, aber so jetzt, was jetzt gerade so passiert, ist gar nicht so wild, oder? Naja, ich kann schon irgendwie den Hype darum verstehen, dass es in dieser Cheater-Community... Dass es diesen Teil gibt, der sich mit Hacker vs. Hacker beschäftigt. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung, solange die Leute unter sich bleiben. Ich habe es auch schon ein paar Mal erwähnt, ist es cool. Diese Hacker, diese speziellen Hacker, die untereinander spielen, die verachten auch Hacker, die gegen richtige Legends spielen. Ja, die sagen auch, das ist eine Schweinerei, was ihr da macht. Sowas würden wir niemals machen. Wir hacken um des Hackens willen gegen andere und wollen unseren Hack besser einstellen, perfektionieren, dass wir andere Hacker damit fisten können, aber nicht einfach ins normale Matchmaking gehen und dann da irgendwelche Leute zerstören. Ja. Schade, dass jetzt halt so kurz ist. Wingman halt, ne? Das sind jetzt 4 Minuten. Pff, was soll ich damit anfangen? Also, ich hätte jetzt gerne noch mehr gesehen, um diesen Kampf zu sehen zwischen diesen beiden Giganten. War das jetzt ein Legit? Das ist vor allem wichtig für den Titel, weißt du? Ich bin mir echt nicht sicher, ob das jetzt ein Legit war oder ein Hacker. Weil, ich meine, im Titel macht sich sehr gut. Legit gewinnt gegen Hacker, uff! Oder sowas. Sowas zieht natürlich rein, ist klar. Werde mich noch entscheiden. War auf jeden Fall trotzdem jetzt spannender, als ich gedacht habe. Ich hab erst auch nicht realisiert, dass ja der Gegner sich nur dreht und nicht er selbst. Das ist ja schon mal angenehm. Wenn du ein Overwatch hast, wo jemand die ganze Zeit nur den Boden anguckt und sich im Kreis dreht, das kannst du vergessen eigentlich als YouTuber halt, ne? Außer es ist dein erstes Mal, dass du so jemanden hast. Dann möchtest du das natürlich zeigen und so, aber sonst ist es stinklangweilig. Aber das war jetzt... Vielleicht messe ich dem auch einfach nur etwas viel Ding zu... Aber ich fand es jetzt irgendwie gerade mal ein bisschen spannend. Vielleicht muss ich mich doch echt mehr in die Richtung informieren. Naja, Leute, vielen Dank fürs Zusehen.
Es ist immer noch die Urlaubswoche, also nicht wundern, dass jetzt gerade vielleicht auch an einem Tag mal kein Video kommt und vor allem, dass die Streams nicht am Start sind. Die sind normalerweise jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr, aber diese Woche halt nicht, weil ich im Urlaub bin. Vielen Dank fürs Zusehen, danke für die Kommentare. Ich denke, ich werde einen Laptop mitnehmen, um die auch zu beantworten, zumindest so ein bisschen. Haut rein! Muah.